Guten Tag und willkommen zurück hier bei Cuphead. Es geht weiter mit Helene Honigtöpfchen in rabiate Waben. Dieser Name, ey, der geht gar nicht. Sorry, aber nee, Alter. Ach so, und Moment. Ja, okay. Ich glaube, wir probieren es erstmal so. Ja, okay. Ich habe mich gerade schon gefragt, was das wird mit den Dingern. Aber okay. Dann weiß ich es ja. Die explodieren irgendwann. Und kann der Koffer einen verletzen? Scheiße. Ja, okay. Man muss den Polizeimann, die Polizeibiene, was auch immer, muss man anscheinend besiegen. Ah, cool, aber da kann man drauf parryen. Und das zählt tatsächlich nur ein bisschen als Parry, also es gibt keine ganze Karte. Ach, scheiße, Mann. So ein Bullshit. Oh Mann, ey. Okay, es ist ein bisschen random. Aber ich glaube, wenn man sich darauf einstellen kann, dass die Sachen spawnen, dann ist das gar nicht mehr so schlimm. Ich glaube, jetzt auch in der ersten Phase sollte die Kartätsche echt richtig gut sein. Okay, der... Ach, scheiße. Der Koffer macht anscheinend keinen Damage. Das ist gut. Also wenn wir den, die Arbeiterbiene besiegen, dann, gibt das keinen Nachteil. Scheiße. Ja, okay. Also, wie immer, nicht in die Ecke drängen lassen. Und mit der Kartätsche kommt man echt ziemlich schnell voran. Das ist geil. Okay. Anscheinend spawnt sie jetzt hier. Und hat eine andere Phase. Alter. Ja. Da ist die Kartätsche, glaube ich, nicht so gut tatsächlich. Vielleicht auch doch, keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich mich oben hinstelle und dann diesen hier mache. Aber sonst eher nicht so. Ach, komm schon, Mann. Ich bin ziemlich unkonzentriert gerade. Leider. Aber gut. Erstmal wieder reinfinden hier. Krieg ich schon hin. Nach einiger Zeit. Schätze ich mal. Und guck mal. Schön weit wegbleiben, dann kriegt man es auch gut hin. Sehr gut. Okay, da kommt sie runter. Heißt schon wieder eine neue Phase, oder wie? Ah, nee. Da kommt wieder das Dreieck. Ach, scheiße, da bin ich jetzt voll reingesprungen. Dumm. Okay, und zu hoch springen ist anscheinend egal. Und boah, das ist nervig. Boah, das ist voll nervig mit den Dingern. Wenn die Wand die ganze Zeit runter moved. Das verwirrt übelst. Boah, Alter. Ja, es hat gerade leider ein bisschen gelaggt. Keine Ahnung warum. Aber ich glaube, man müsste das sogar gesehen haben. Und ich fände es eigentlich auch geil, wenn ich mal so eine Stacheldingen parryen könnte. Aber ja, sollte ich wahrscheinlich auch eher sein lassen.
weil ich mich halt unnötig in Gefahr begebe. Warum macht der Wachtmeister eigentlich zu Anfang immer so Schweinegeräusche? Das ist oink, oink, oink. Warum? Warum macht er das? Ja, okay. Jetzt konzentriere ich mich, glaube ich, aufs Ballern. Und auf... Ah, Mann, ey, die Plattform nerven. Und aufs Ausweichen. Oh, scheiße. Ja, ich hab echt Pech manchmal, ne? Irgendwie kriege ich es nicht hin. Irgendwie bin ich gerade zu blöd dafür. Da schon wieder. Boah, da. Geht der immer von links nach rechts und umgekehrt? Oder kommt der immer zu mir? Das wäre auch interessant zu wissen. Aber nee, ich glaube, er geht einfach immer von links nach rechts und dann wieder zurück. Okay. Ja, warum ist da jetzt keine Plattform gewesen? Ja, wow. Cool. Dann kill mich halt. Ah, okay. Oder? Nee. Ich dachte gerade, dass immer nur eine Plattform da ist, wo die Wabe auch ausgefüllt ist. Aber nee, das hat nichts damit zu tun. Ja, dann, keine Ahnung, Mann. Ja, spring. Spring doch! Mann! Baller ihn weg. Er will nicht springen. Warum nicht? Ist ein bisschen nervig. Wahrscheinlich ist das, weil ich nicht ganz auf der Plattform lande. So. Sehr gut. Und dann versuche zu springen. Und ja, ich aber noch nicht auf der Plattform draufstehe. Und der Sprung dann nicht gewertet wird. Ja, sehr schön. Komm, jetzt benutzen wir wieder den Jäger. Sehr schön. Schön mit der Rauchbombe hier die ganze Zeit ausweichen. Wunderbar. Nein. Ich will den nicht. Oh mein Gott. Scheiße. Ja, ich konnte nicht springen. Ich konnte nicht die Rauchbombe benutzen, weil da keine Plattform war. Einfach schon wieder richtig Pech gehabt in der Situation. Oh. Nächste Phase. Was passiert jetzt? Okay. Ah, scheiße. Kann ich irgendwie wissen, was als nächstes passiert? Also welche Seite sie benutzt? Okay, sie geht dann immer auf die Seite rüber, anscheinend. Okay, okay, okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Jawohl. Schönes Ding. Jetzt nicht allzu schwieriger Boss. Aber hey. Das sage ich irgendwie am Ende immer. Aber ja, ist ja auch so. Man muss sich halt erstmal ein bisschen einspielen. Dann habe ich hier noch den Druck, dass ich hier, dass ich hier am Aufnehmen bin, dass mir Leute zuschauen.
böse Zungen würden jetzt behaupten, nö, dir schaut doch sowieso niemand zu. Aber egal. Helene Honigtöpfchen, Seelenvertrag erhalten. Nice. Und da muss ich natürlich auch noch kommentieren hier. So, das darf man natürlich nicht vergessen. Boah. Ach, dieser Wolfgang braucht immer 10 Noten, um zu sagen, was man auch in 2 kann. Er hat keine Ahnung, was weniger als mehr bedeutet. Ich weiß, dass ihr meiner Meinung seid. Jetzt überzeugt diesen Blechkopf von Uhr. Ach so, diesen Blechkopf von Uhr. Okay, weil er eine Uhr ist. Na gut, ihr hört nicht mehr auf mich. Der steht hier oben, ne? Ja, da hinten. Ist das eine Uhr? Sieht eher aus wie eine Jukebox. Aber gut. Scheiß drauf. Lasst uns mal in ein... Oder? Ein Run-and-Gun-Level? Oh, der... Der Boss ist assi. Ich glaube, den machen wir nicht. Also, wir machen den schon, klar. Nicht mehr in diesem Part. Ich glaube, dafür nehme ich einen brandneuen Part dann ran. Schroffer Grat. Sprinten und ballern. Oh ja, der Level ist cool. Den wollte ich sowieso mal in im Pazifismus Scheiße. Im Pazifismus-Modus probieren. Und ich glaube, genau das werden wir jetzt direkt machen. Scheiße, Mann! Ja, komm, wirf deinen Kack da. Hä? Ich bin noch gar nicht so hoch gesprungen. Ja, okay. Was soll's. Komm, mach hinne. Wunderbar. Warum benutzt er nicht die Rauchbombe, Alter? Das ist schon ein bisschen assi mit denen. Hm. Ich glaube, bei dem dritten sollte ich das genau so machen. Wunderbar. Schön. Ah, Moment. Kann ich... Ich würde das ganz gerne mal kurz ausprobieren. Ja, so nicht. So geht's natürlich nicht. Ich weiß nicht, kann man da drüber springen? Also durchdashen? Scheiße. Aber ich glaube, man muss das machen, bevor... Ach man, die sind assi! Man muss das machen, bevor der anfängt, da Wind zu... blasen. So. Hm. Naja. Au. Ja, ich weiß nicht, wie man da an dem... Aua. Ich weiß nicht, wie man da an dem einen... Steinmonster vorbeikommen soll. Ja, komm, warum springt der denn so hoch? Scheiße, ich hätte sogar nicht ausweichen brauchen. Das war jetzt Kacke von mir. Jetzt kriege ich es gar nicht mehr hin. Ich möchte zumindest da diesen ersten Teil ohne Gegentreffer schaffen. So, weg mit dir. Wunderbar. Ich glaube, das wird nichts auf Pazifismus. Ah. Gerade nicht, wenn wir alle Goldmünzen sammeln wollen. Ich glaube, dann wird das auch nichts.
Ja, schade. Aber ich wollte es mal probieren. So, hier schön ausweichen. Ich dachte, da wäre eine... Ah, nein! Ich dachte, da wird eine Goldmünze erscheinen. Oder habe ich die jetzt so mitgenommen, ohne dass ich es mitbekommen habe? Ach Mann, ey, das ist irgendwie kacke gerade. Boah, kann man nah an den ran. Ich glaube, das ist dann auch schon der Trick, wie man da durchkommt, ohne den zu killen. Oh shit. Okay, sehr schön. Na komm, mach. Hau ab mit dir. Oh, aber der kommt immer wieder. Brauche ich eigentlich gar nicht probieren. Und da ist er. Da war die Münze. Sehr schön. Ich glaube, jetzt bleiben wir weiter hinten. Oh, das war's schon. Okay, sehr gut. Da ist eine Münze. Die nehmen wir mit. Die, denen ist nicht schwer auszuweichen. Das machen wir einfach so. Boah, Alter. Aber hier erstmal sicher stehen zu können, ist schon eine Herausforderung an sich. Und da ist ein Riese, der uns gleich mächtig nerven wird. Kann man es nicht wegmachen? Ich dachte, das könnte man wegmachen, aber ja, okay. Scheißegal. Jetzt hier einfach nur noch durchkommen. Und dann ist der Level, glaube ich, schon vorbei. Ja. Kriegen wir aber gut hin. Ohne runterzufallen. Ja, nice. Ha, schön. Gut, der Anfang war zwar etwas verkackt, weil ich da versucht habe, durchzukommen, ohne Gegner zu killen und ohne getroffen zu werden, aber was soll's. Ich wollte es, wie gesagt, mal ausprobieren. Oh, dann wird hier ein Weg geschaffen. Und was ist das jetzt? Oh ja. Oh ja. Der Gegner ist cool. Der erinnert mich auch voll an die Zeit, als ich das mit einem Kumpel das erste Mal gespielt habe. Das Game. Das war cool. Und hier ist noch ein Mausoleum. Okay. Interessant. Ich glaube, dann machen wir das direkt noch an dem Tag. In dem Tag. Ja, genau. In dem Part hier. Lasst uns offen reden, Leute, okay? Es gibt echte Top-Leute und dann gibt es, na tja, den ganzen Rest. Okay. Im Moment wirkt ihr eher wie na, der ganze Rest. Danke. Das bedeutet, dass ihr die Welt nicht auf meine besondere Art sehen könnt. Okay. Ah, ich glaube, man muss gute Ränge in den Leveln oder gegen die Bosse kriegen. Ja, okay. Mache ich dann auch noch, aber das wahrscheinlich dann eher Offcam, wenn überhaupt. Mal gucken. Schwartes Laden. Welcome
Lass uns hier erstmal reingucken. Die sind immer noch die Dinger. Ah, guck mal. Es gibt auch Kaffee. Automatische Anzeigenfüllung. Super Anzeige füllt sich von selbst. Plus deinem eigenen Teil. Mhm, okay. Ja, komm, nehmen wir mit. Paradeangriff. Deine erste Parade ist gleichzeitig auch ein Axtangriff. One-hittet das Gegner? Das wäre auf jeden Fall cool. Automatisches Parieren. Die erste Parade erfolgt automatisch. Dazu musst du nur springen. Ich glaube, das könnte auch ganz geil sein. Zumindest, wenn man in einem Bossfight viele Paraden mitnehmen möchte. Ah, komm, und nehmen wir einfach noch eine Waffe. Alles klar. Dann hätten wir erstmal alles ausgegeben. Und da machen wir natürlich noch das Mausoleum. Mausoleum 3. Rein da. Ach, wir haben uns noch gar nicht die zweite Superwaffe angeschaut, ne? Stimmt. Und jetzt sind die Geister schon echt schnell unterwegs. Da sollten wir dann die ältesten Geister als allererstes machen. Oh! Und den kann man sogar dreimal parieren. Also, wie gesagt, wenn ihr... Ja, guck mal. Da wäre es schon wieder gewesen. Wenn ihr das Achievement mit dem fünfmal hintereinander parieren haben wollt, dann ist das Mausoleum 3 auf jeden Fall sehr geeignet dafür. Scheiße. Okay, haben wir noch. Okay, wunderbar. Und da hätten wir es sogar schon wieder geschafft. Magician Lord. Und das bekommt man dafür, dass man alle Superkünste erhält. Gott sei Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. Diese verdammten Geister hätten mich fast erledigt. Hier ist die letzte magische Superkunst, die ich für euch gefunden habe. Tja, Zeit abzuschwirren. Viel Glück. Dankeschön. Du hast ein neues Super freigeschaltet. Geil. Oh, und hier können wir nicht lang. Ich wollte eigentlich noch schauen, was die Schildkröte zu sagen hat. Aber okay, dann nicht. Gut, dann schauen wir uns jetzt noch als letztes an, was die zwei Superkünste machen. Superkunst, Unverwundbarkeit. Du durchquerst die Astralebene, um kurz unverwundbar zu werden. Kann man damit sich die P-Level, also den P-Rang, einfach machen? Indem man einfach dann durch bestimmte Gegner durchläuft? Oder zählt das dann auch als getroffen? Ja, auf jeden Fall mal eine Überlegung. Man kann ja parieren. Das zählt ja nicht als Angriff. Sofern man nicht den Schleifstein benutzt. Natürlich. Und Superkunst 3, Riesengeist. Steuere parallel Geist und Körper, um größten Schaden zuzufügen. Ah ja, da weiß ich noch, wie ich das erste Mal benutzt habe. Und ich mit meinem Kumpel nicht wirklich geschnallt habe, wie das funktioniert. Aber ich zeig das auf jeden Fall noch. Ja komm, rüsten wir es direkt aus, damit ich es dann nicht vergesse im nächsten Part. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao. Well, Cuphead and his Pelmug man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price.